kommen aus der westlichen Welt. Für sie begann der Nachmittag mit 2 Kinostunden Amerika. 2 Stunden Twist, Twist, Twist für 2 × 11 Baht. Das sind ungefähr 4,50 Mark. Es ist wie überall. Wie in San Francisco, wie in Marseille, in Frankfurt, so auch in Bangkok. Jedenfalls auf den ersten Blick. Yuta Na besitzt ein Motorrad. Er hat es selbst zusammengesetzt, aus vielen alten Teilen schrottreifer Fahrzeuge. Man merkt diesen Straßen nicht an, dass Bangkok die Hauptstadt eines Landes ist, wo ganze Elefantenherden in freier Wildbahn leben, wo Tiger, Büffel, Affen, Schlangen und Krokodile zum vertrauten Bild der Landschaft gehören. Die Signale der Sympathie sind international. Man wird gesehen und winkt zurück. Und bei laufendem Motor wird ein Treffpunkt ausgemacht. Dieser Tag hat noch viele freie Stunden. Es heißt, in Bangkok sei Linksverkehr offiziell eingeführt. Das ist ein großer Irrtum. In Wirklichkeit fährt man weder rechts noch links, sondern mitten auf der Straße. Zu diesem Zweck haben die Behörden in der Mitte der verkehrsreichsten Straßen einen langen weißen Strich ziehen lassen, den man eigentlich nur beim Überholen verlässt. Autofahren ist Glückssache, aber Glück ist bei den Thais keine Mangelware. Am Royal Hotel beginnt die Prachtstraße Raja Damnan, die Champs-Élysées von Bangkok. Dieses Denkmal soll an den Tag der Verfassung erinnern. Am 10. Dezember 1932 unterzeichnete der siamesische König seine ersten demokratischen Gesetze. Ein unblutiger Staatsstreich während der Regenzeit ging dieser Zeremonie voran. Seit 1932 ist Siam eine konstitutionelle Monarchie. Die Pagode Wat Saket steht auf der einzigen Erhebung im Stadtgebiet von Bangkok. Goldener Berg nennen die Thais diesen künstlichen Hügel, den König Rama IV. Im vergangenen Jahrhundert aufschütten ließ. Europäisches Repräsentationsdenken stand Pate bei den Bauplänen zu diesem Gebäude. Italienische Architekten errichteten es auf italienischem Marmor, denn es sollte dem König als Thronhalle dienen. Aber nach dem 10. Dezember kam alles anders. Das Parlament zog hier ein. Das ist die goldene Schwinge. Früher fanden hier Schaukelwettbewerbe nach brahmanischem Ritus statt. Der König stiftete die Preise. Yuta Na ist 21. Er war schon 2 Jahre Soldat. Er arbeitet in einer Autowerkstatt und möchte sich einmal selbstständig machen. Siripon ist 18 und arbeitet in einem Büro. Dort lernten sich die beiden kennen, denn das Büro gehört Yuta Nas Vater. Heute feiert Bangkok das Songkran-Fest. Es gibt viele Feiertage im Verlauf eines Jahres, weltliche und religiöse. Seit sie sich kennen, seit einem Jahr, verbringen Yuta Na und Siripon diese Feiertage gemeinsam. Wo heute Kinder ihre harmlosen Spielzeuge aufsteigen lassen, bekämpfen sich bei Südwind die kunstvoll verzierten Drachen der Erwachsenen. Wetten werden abgeschlossen und mit gespannter Aufmerksamkeit beobachten Tausende von Menschen die zarten Spukgebilde aus Papier, die sich mit spitzen Haken gegenseitig zerreißen sollen. Bangkok wurde erst 1782 von König Rama begründet. Er führte als Feldherr des Königs Prayut Taksin Krieg gegen Kambodscha, gewann den Krieg, setzte sich selbst auf den Thron und nannte sich Rama der Erste. Und um seine Macht vor aller Augen zu entfalten, ließ er Paläste und Tempel bauen. Die Bauarbeiter hatte er aus Kambodscha gleich mitgebracht. 10.000 gefangene Krieger. Die Prabhutayotfa-Brücke führt über den Fluss Menam Jau Beya, Mutter der Gewässer.
Er ist mit seinen regelmäßigen Überschwemmungen der große Fruchtspender dieser Landschaft. Jutana und Siripon schließen sich den Leuten an, die gekommen sind, die große Songkran-Prozession mitzuerleben. Religiöse Feste sind nicht weniger heiter als die weltlichen. Musik, Farben, Masken und kostbare Gewänder sind der Hintergrund für große Fröhlichkeit. Die Songkran-Königin ist die meistbewunderte Person an diesem Tag im April. Man zieht zu den Tempeln und besprengt mit geweihtem Wasser die Buddha-Statuen. Eine Art Neujahr wird gefeiert. Die religiösen Feiertage und Volksfeste richten sich nach dem Mond- und Sonnenkalender. Oder sie passen sich dem Pflanz- und Ernterhythmus der Reisbauern an. Frau Su Jin lenkt ihr Boot zum Markt. Sie hat eine große Familie zu versorgen. Jutana ist ihr ältester Sohn. Morgen wird es bei Su Jins ein großes Fest geben. Alle Verwandten werden kommen und viele Gäste aus der Nachbarschaft. In Reisebeschreibungen wird Bangkok oft als das Venedig des Ostens bezeichnet. Ein Netz von Kanälen durchzieht die Stadt und reicht weit hinein ins Land. Die Kanäle, die Klongs, sind die Straßen. Und wie in allen südlichen Ländern spielt sich das Leben auf den Straßen ab. Das ist Herr Su Jin, Jutanas Vater, Fabrikant und Geschäftsmann. Er stellt einen Artikel her, den man nicht exportieren kann. Er produziert Geisterhäuschen. Diese kunstvollen Miniaturpagoden fehlen in Thailand vor keinem Haus. Die guten Geister, sie stammen noch aus der vorbuddhistischen Zeit, werden in tausendfältigen Variationen verehrt und gedeutet. Für Herrn Su Jin wird es nie Absatzkrisen geben. Man lässt bei ihm nach eigenen Entwürfen arbeiten oder man bezieht aus seinem reichhaltigen Angebot die gewünschte Form in der gewünschten Größe. Tochter Supatra, 2,5 Jahre alt, ist der Liebling der ganzen Familie. Sie spielt mit Vorliebe Kochen. Piek, Sohn Nummer 4, wird im nächsten Jahr 6 und kommt dann in die Schule. Er lernt dann lesen und schreiben wie Bruder Itipon und Schwester Watine, die beide die katholische Missionsschule besuchen und gute Buddhisten sind. Die Thais schreiben wie wir von links nach rechts. Grob vereinfacht könnte man sagen, Thai wirkt wie chinesische Sprache mit indischen Schriftzeichen. Wer von den Su Jin Kindern schwimmen kann und keine Schularbeiten machen muss, ist bei dieser Hitze im Wasser. Tanya und Preo Pan, Sohn Nummer 3 und Tochter Nummer 2, verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen. Sie warten auf die Mutter. Der Kanal, an dem das Haus der Familie Su Jin liegt, gehört zum Stadtteil Thonburi. Die Häuser sind hier fast alle im gleichen Stil erbaut. Thonburi ist eine reine Gartenstadt mit Bäumen, Büschen und Blumen der Tropen. Unter Jamjuri-Bäumen führt die Straße zum Ziel des Nachmittags. Twist International. In einem kleinen Restaurant weit außerhalb Bangkoks regiert die Musicbox. Als ob es keine Geisterhäuschen gäbe,
keine Thai-Musik mit wehmütigen Gongs und den vielen Saiteninstrumenten, die So Sam Sai, So Dong oder So U heißen. Aber das eine hebt das andere nicht auf. Hauptsache, der Sanu ist groß, der Spaß. Ein Thai ohne Sanu ist wie ein Sampan ohne Ruder. Und Twist ist großer Sanu. Vielleicht auch deshalb, weil Twist hierzulande verboten ist. Für Yutana und Siripon ein Tag, den sie so schnell nicht vergessen werden. Fast zu jeder Mahlzeit der Familie Sujin gehören Krebse und Fische. Man kann sie kaufen, man kann sie auch selbst fangen. Krebse und Fische wimmeln in den Klongs. Auch die ärmsten Anwohner der Klongs müssen nicht hungern. Wo Wasser ist, und sei es auch nur vorübergehend, stellen sich Fische ein. Lamun ist das Hausmädchen. Sie lernt von Frau Sujin, wie man einer großen Familie vorsteht. Die Kochrezepte, besonders die fantasievolle Zubereitung der Gewürzmixturen, reicht eine Generation an die andere weiter. Curry ist sehr beliebt. Süß, sauer oder salzig, scharf, mittel oder leicht gewürzt. Zu einem Fischcurry nimmt Frau Sujin getrockneten Chili, fein geriebene Zitronenschalen, gehackten Knoblauch und Pfefferkörner, vermengt diese Gewürze mit Fisch, Kokosmilch, Eiern, grünen Zwiebeln und einer entsprechenden Soße, wickelt das Ganze in Bananenblätter und lässt es eine halbe Stunde kochen. Yutana und Siripon haben immer noch ihren Sanu. Twist im tropischen Park übertönt das Zirpen der Grillen und das Gezwitscher der Kolibris. Selbst der dröhnende Ruf der Ochsenfrösche kommt gegen Twist aus aufgedrehten Lautsprechern nicht an. Yutana und seine Siripon tanzen Twist auf Vorrat. Denn ab übermorgen wird Yutana ein anderer sein. Ab übermorgen darf er seiner Siripon nicht einmal mehr die Hand geben. Keinen Twist kann er mehr hören. Und keiner seiner Freunde wird ihn auf den ersten Blick erkennen. Ab übermorgen ist Yutana ein Mönch. 6 Monate lang wird er die safrangelbe Kutte tragen und im Kloster über die Lehren des Buddha nachdenken. Die Familie muss heute ohne den ältesten Sohn essen. Man versteht ihn, aber man ist auch enttäuscht. Natürlich soll er noch einmal Sanu haben, aber es wäre schon schön, wenn er mit am Tisch sitzen würde. Schließlich wird man sich längere Zeit kaum noch sehen, meint Yutanas Vater. Und Frau Sujin gibt ihrem Mann recht. Aber Yutana hat selbstverständlich auch nicht Unrecht. Man kann das schon begreifen. Man war ja auch mal jung. Yutana trinkt Bier. Singenbier. Von deutschen Braumeistern in Bangkok hergestellt. Ein junger Mann, der sich entschlossen hat, Mönch auf Zeit zu werden,
verabschiedet sich zunächst von seinen Verwandten und bittet sie um Verzeihung für alle Ungelegenheiten, die er ihnen bereitete. Yutana besucht seinen Großvater. Als Familienältester weiht er durch Handauflegen ein Kerzenbündel. Wenn die Kerzen im Kloster angezündet werden, lösen sich symbolisch Yutanas Missetaten in Rauch auf. Siripon leitet heute das Büro. Herr Sutin bereitet die abendliche Feier vor. Symbole und symbolische Handlungen werden in den kommenden Wochen Yutanas Alltag bestimmen. Es beginnt bereits im Elternhaus. Die Haarbüschel werden zum magischen Zeichen der Loslösung vom profanen Leben. Und sie werden ausgesetzt auf das fließende Wasser und steuern einem Ziel zu, das der Mensch nicht mehr bestimmen kann. Die äußerliche Verwandlung zum Mönch hat begonnen. Die Verwandten, die Freunde, die Nachbarn sind gekommen. Das Fest im Elternhaus, die nächtliche Vorweihe, beginnt. Und Herr Sujin hat sich die Verabschiedung seines Sohnes was kosten lassen. Tempelgerätschaften, kunstvoll verzierte Schreine wurden ausgeliehen, Kerzen und künstliche Blumen gekauft. Eine Thai-Kapelle alten Stils spielt religiöse Musik. Und viele kleine Geschenke liegen für jeden Gast bereit. Der Mann im weißen Anzug ist der Zeremonienmeister. Er beherrscht alle vorkommenden Symbolhandlungen. Brennende Kerzen sind Sinnbilder des Lebens. So wie jede angezündete Kerze sichtbar dem Augenblick ihres Verlöschens entgegenbrennt, so nähert sich das menschliche Leben nach der Geburt mit jedem Atemzug dem Nicht-Mehr-Sein. Geweihte Kokosflocken werden den Mönchsanwärtern gereicht. Zwei junge Vettern werden mit Yutana in den Tempel ziehen. Sie werden alle Zeremonien miterleben, aber sie werden keine Weihen empfangen. Sie sind noch zu jung. Eine Woche lang leben sie mit den Mönchen zusammen. Thank you.
Das Aufmalen der Stirnsymbole geht auf indische Kulte zurück. Hier bedeuten die weißen Farbzeichen, dass Jotana und seine Vettern sich entschlossen haben, als Na, so nennt man die Mönchsanwärter, sich auf ein späteres Klosterleben vorzubereiten. Wat Rajorot heißt das Kloster, das Jutana aufnehmen wird. Die Prozession geleitet den Na vom Elternhaus zur Tempelschwelle. Eltern und Verwandte tragen unter Blumen und Kerzen die Kleider des Mönchs. Eine Musikergruppe in der Tracht einer längst vergangenen Epoche spielt weltliche Musik. Und die Dämonenmasken verkörpern das Böse, das im letzten Augenblick den Mönch von seinem frommen Vorhaben abhalten will. Eine andere Maskengruppe stellt den Kampf mit dem Tiger dar. Die Legende berichtet, ein Tiger raubte die Frau eines Mannes, der in die Stadt zog, um gute Werke zu tun. Der Mann spürte dem Tiger nach, tötete ihn und befreite sein Weib. So stark ist der Mensch, das ist die Moral der Geschichte, der auszieht, gute Werke zu tun. Nicht zu überschauen ist die Zahl der Geschenke, die am Tag einer Mönchsweihe dem Kloster gemacht werden. Zwischen den Gaben werden Geldscheine versteckt, die wie Blütenkelche gefaltet sind. Geld ist leider nötig, auch für die Klöster, denn der Staat zieht keine Steuern von den Gläubigen ein. Man ist auf Spenden und Stiftungen angewiesen, die freiwillig sind. Dreimal zog die Prozession um den Tempel herum, so ist es vorgeschrieben. Jetzt werden die letzten Gebete an der Tempelschwelle gesprochen. Der Vorbeter, ein ehemaliger Priester, spricht das Gebet in Pali, der Sprache Buddhas, die nur von Eingeweihten gesprochen und verstanden wird. Die Naht werden in den Tempel getragen. Auf den Schultern der Verwandten schweben sie losgelöst von irdischer Schwere in den geweihten Raum. Ehe Jutana in den Tempel getragen wurde, warf Herr Sujin Geld unter die Kinder. Jutana verneigt sich vor dem hohen Priester, der sein Lehrer sein wird. Die Pflichten eines Mönches werden dem Na in Buddhas Sprache vorgetragen. Noch ist er nicht gebunden, noch kann er, so will es die Tradition, seinen Entschluss ändern. Buddha zwingt keinen Menschen, ihm nachzuleben. Das ist der Sinn dieser symbolischen Handlung. Die Lotusblüte in Jutanas Händen ist das Zeichen der Buddhisten für Erde und Schönheit. Seitlich vor der Buddha-Statue, neben dem Schrein mit den heiligen Büchern, auch das ist genau vorgeschrieben, darf der Na noch einmal die Worte des Priesters überdenken. Und wenn er die Räucherstäbchen entzündet, bekennt er sich zu den Gedanken des Erleuchteten, den er als Buddha begreift.
ังพันเทตับพังอัปราธรรมธรรมะธรรมเอพันเทมายากตังคุณยังสามนาอนุโมทิตพังJutana empfängt seine Geschenke für den hohen Priester. Schenken, etwas weggeben, ohne Gegenleistung zu erwarten, sich von Dingen trennen, die man mag, gehört zu den Tugenden eines frommen Menschen. Na, Jutana beschenkt den hohen Priester und zwei hohe Lehrer. Der hohe Priester erfragt Jutanas Vorleben und spricht den Katalog der nicht zu tilgenden Sünden vor. Jutana ist sich keiner Schuld bewusst, und der hohe Priesterdarf einem Würdigen das Gewand des Mönchsanwärters umlegen. Die Gebete gelten der Stärke, die Tugend gegen das Böse siegreich zu verteidigen. สัจจิกรณัตถายะอิมังกาตาวังคะเหตวาปะพา Jetzt erhält Jutana das eigentliche Mönchsgewand. Zur Einkleidung zieht sich mit seinen Helfern hinter die Buddha-Statue zurück. Die Weihe wird vorbereitet. Durch den Eintritt in ein Kloster verzichtet der Narr auf irdisches Wohlleben. Durch Selbstlosigkeit und starke Konzentration versucht er, sich aus der unendlichen Kette leidenbringender Wiedergeburten zu erlösen. Es gibt keine Erlösung durch einen Mittler, keine Vergebung der Sünden, wohl aber eine unerbittliche Vergeltung nach beiden Seiten hin, für das Gute wie für das Böse in der eigenen Lebensführung.Das Prinzip der Gewaltlosigkeit beherrscht den Alltag der Frommen. Siegen durch Nachgeben ist das Ziel. Nach der Einkleidung gehört der Narr zum Kloster. Die Gebete der Mönche und Verwandten konzentrieren sich auf ihn. Jutana spricht die drei Zufluchtsformeln, die seit mehr als 2500 Jahren rezitiert werden. Ich nehme meine Zuflucht zu dem Buddha, die Almosenschale ihrem Nachfolger, als ein Zeichen der Autorität.Mit der Übernahme der Almosenschale unterwirft sich der Mönch der Klosterdisziplin, die in den 257 Pradimor-Regeln kodifiziert ist. Jutana geht nun hinaus vor den Tempel, um das weltliche Leben mit neuen Gedanken zu betrachten. Und die Gebete bitten um Loslösung von den Begierden und um die Kraft, völlige Reinheit, Wachsamkeit und Gleichmütigkeit zu erlangen. Jutana kommt mit neuen Vorstellungen in den Tempel zurück. Er ist jetzt unterwegs, die Wesenlosigkeit alles dessen zu erkennen, was die Menschen Wirklichkeit nennen. Und die Gedankenübungen, sie werden in Pali gesprochen, sind so formuliert. Es gibt ein Reich, wo weder Erde noch Wasser, weder Feuer noch Luft ist, weder das Gebiet der Raumunendlichkeit, noch das der Wahrnehmungsunendlichkeit, noch das des Nichts, weder diese Welt noch eine andere Welt, weder Sonne noch Mond. Dies nenne ich weder kommen noch gehen, noch bleiben, noch untergehen, noch wiedergeboren werden.Es ist ohne Stütze, ohne Entwicklung, ohne Sinnesobjekte.
Dies ist das Ende des Leidens. Yutana verteilt Geschenke an seine Mitbrüder. Und Mönche, Eltern und Verwandte beten für Yutana, dass er den achtgeteilten Pfad, den Buddha seinen Jüngern als Vermächtnis hinterließ, ohne Mühe finden möge. Rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Tun, rechtes Leben, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung. Das bedeutet, schau genau hin, sei ohne Hass, friedfertig, entsage, bleibe jenseits aller Heuchelei. Und wieder werden Gaben ausgetauscht. Die Verwandten verabschieden sich von ihrem Mönch. Seine Welt liegt jetzt außerhalb der Familie. Nichts bindet ihn mehr an die Vergangenheit. Yutana erhält vom hohen Priester die Almosenschale. Die Almosenschale ist das Hoheitsabzeichen des Buddha. Viele Statuen zeigen den Buddha mit diesem Gefäß, das als Symbol seiner Weigerung aufzufassen ist, die Stellung eines Weltherrschers einzunehmen. Viele Lehrer vermachten, handle unverblendet, frei von Durst, kontrolliere dich, schränke dich bewusst ein, suche die Herrschaft über deine Gedanken, suche das klare Bewusstsein eines jeden Augenblicks in deinem Leben. Richte deinen Geist auf das Nirvana hin. Nach Tagesanbruch gehen die Mönche mit ihren Almosenschalen in safrangelben Gewändern durch die Straßen. Wenn ein Mönch unterwegs ist, soll er gerade vor sich hinblicken und nicht ständig nach rechts und links sehen. Denn in den Übungen heißt es, lass das Auge nicht wandern wie der Affe oder das zitternde Reh im Walde oder das ängstliche Kind. Die Augen seien abwärts gerichtet. Sie sollen vor dir herwandern, nicht weiter als ein Joch. Man soll die Gedanken nicht Herrscher werden lassen über sich, wie ein rastloser Affe. Die tägliche Ausübung des Bettelns gibt reichlich Gelegenheit dazu, den Körper genau zu beobachten und die Sinneseindrücke zu kontrollieren. In den Anweisungen der hohen Lehrer steht geschrieben, der Mönch soll von Haus zu Haus wandern, ohne zwischen den Häusern der Armen und Reichen einen Unterschied zu machen. Er soll dem, was man ihm gibt, keinerlei Beachtung schenken und weder erfreut noch erzürnt sein. Die Treppen zum Glockenturm sind so angelegt, dass jeder Auf- oder Abstieg zugleich eine körperliche Übung ist. Der Glockenklang erinnert an den Turnus der geistlichen Übungen. Die Prozession zieht zum Tempel. In der Geborgenheit der Tempelanlagen können die Mönche heiter gelassen ihren selbstgewählten Pflichten nachgehen. Das war nicht immer so. Der frühe Buddhismus verlangte von den Mönchen absolute Einsamkeit. Unter freiem Himmel, am Fuße eines Baumes sollten sie leben und Gewänder aus Lumpen tragen. Das Wohnen in Heiligtümern und Tempeln galt als gefährlicher Luxus. Aber die Jahrhunderte veränderten die Lehre. Und wohlgeordnetes Klosterleben trat an die Stelle heimatlosen Vegetierens. Der hohe Priester beginnt mit den Unterweisungen. Diese Unterweisungen sind genau festgelegt, aber sie sind keine Gebote. Der Buddhist befolgt sie, weil er selbst erkennt, dass sie gut sind. Darum heißt es nicht, du sollst, sondern
Ich bin fest entschlossen, keinem lebenden Wesen ein Leid anzutun. Ich bin fest entschlossen, nichts zu nehmen, was mir nicht freiwillig gegeben wird. Ich bin fest entschlossen, mich von Unkeuschheit freizuhalten. Ich bin fest entschlossen, niemals unter keinen Umständen zu lügen. Ich bin fest entschlossen, mich nicht durch geistige Getränke und andere Gifte zu berauschen. So lauten die einfachen Unterweisungen für den Alltag, deren Befolgung das Leben im Kloster erst möglich macht. Und immer wieder wird das, was einmal als richtig empfunden wurde, durch gemeinsames Hersagen dem Bewusstsein nahegebracht. Yutana gehört nun ganz zur Gemeinschaft der Mönche. In ihren Reihen verlebt er die Wochen der Läuterung und Besinnung. Siripon, die einmal Yutanas Frau sein wird, lebt bei den Sujins. Neben der Büroarbeit nimmt sie sich der kleinen Supatra an, die 18 Jahre jünger ist als ihr Bruder, der Mönch. Gemeinsam mit seinen Mitbrüdern liest Yutana in den Büchern, die den mühevollen Weg zur Überwindung des Ichs beschreiben. Heute ist Besuchstag. Nach 4 Wochen der Trennung darf Siripon ihren Yutana wiedersehen. Wer die geheiligten Räume der Mönche betritt, muss den Staub der Straßen vor der Tempelschwelle lassen. Siripon zieht ihre Schuhe aus. Die Unterhaltung wird sehr kurz sein. Keine Frau darf den Mönch von seinen Gedanken ablenken. Was man sich zu sagen hat, bestimmt die Konvention. Guten Tag, Siripon. Guten Tag, Yutana. Hast du lange gewartet? Nicht lange. Ich möchte, dass du gute Werke tust und den rechten Weg bedenkst. Ich werde deinen Wunsch befolgen. Ich danke dir. Ich muss jetzt gehen, sagt Siripon. Die Eltern erwarten mich. Der Gong ruft zur gemeinsamen Mahlzeit. Nur 2 Mal am Tag, um 8 und um 11, nimmt der Mönch seine Mahlzeiten ein. Danach darf er außer einfachem Tee oder Wasser nichts mehr zu sich nehmen. Vor dem Essen wird gebetet. Der Dank gilt den Spendern der Mahlzeit. Das Essen ist reichhaltig. Fische, Reis, Krebse, Soßen mit den verschiedensten Gewürzen, Gemüse jeder Art. Denn die Thais empfinden es als Privileg, nur erlesene Speisen in die Almosenschalen der Mönche zu geben. Wer einen Mönch mit Nahrung versorgt, tut Gutes für sich selbst. Die beiden jüngsten Sujins spielen. Und es macht ihnen viel Sanu, festzustellen, aus wie viel Einzelteilen ein Spielzeug besteht. Erstmalig darf Yutana die Eltern besuchen. Bruder Tanya geleitet den Urlauber ins Haus. Guten Tag, Mutter. Guten Tag, Yutana. Nimm Platz. Tanya, hol deinem Bruder ein Glas Wasser. Wie geht es dir, Yutana? Gut geht's. Und euch, den Kleinen und den anderen? Gut geht's uns. Alle sind gesund. Wo ist Vater? Er arbeitet noch. Viel zu tun. Bitte, dein Wasserbruder, sagt Tanya. Danke, Tanya. Bist ein guter Junge. Das weiß ich nicht, sagt er. Aber morgen besuche ich dich im Tempel. Sind die langen Gebetsübungen im Tempel nicht anstrengend? Fragt die Mutter. Nein, wirklich, ich bin sehr gern im Kloster.
Wenn es dir so sehr gefällt, antwortet sie, kannst du ja noch länger bleiben. Die Thais verbrennen ihre Toten. Im Bereich des Klostergeländes liegen die Verbrennungsstätten. Die Mönche sprechen die letzten Gebete. Die Hinterbliebenen statten ihren Dank in Form von Zuwendungen an das Kloster ab. Bei einem Sterbefall betet der Buddhist, das Leben des Menschen gleicht den Tongefäßen, kunstvoll vom Töpfer geformt. Früher oder später müssen sie alle zerbrechen. Ob jung oder alt, ob töricht oder weise, alle gehen dahin. Ihr Ziel und Ende ist der Tod. Alles, was lebt, muss altern und sterben. Wer weise ist, kennt den Lauf der Welt und klagt nicht. Im gemieteten Prunksarg steht der eigentliche Sarg aus einfachem Holz. Beide werden jetzt zusammen auf das Verbrennungsgerüst gestellt. Später, Astrologen legen die genaue Stunde fest, verbrennt man den fast schmucklosen Holzsarg. Und die Mönche beten, vor dem Tode, der alle hinrafft, kann nicht den Sohn der Vater schützen, nicht ein Verwandter den anderen. Aus dem Kreis der weinenden Familie schleift der Tod einen nach dem anderen fort, wie ein Stück Schlachtvieh. Ein hoher Feiertag ist Visakhabusa, der Tag des Buddha. Buddhas Geburt, seine Erleuchtung und sein Eingang in das Nirvana werden gefeiert. In Thailand gilt das Jahr 543 vor Christi Geburt als das Nirvana-Jahr. Und bis zum heutigen Tag unterscheidet sich die thailändische Zeitrechnung um 543 Jahre vom internationalen Kalender. Der Legende nach war Buddha ein junger Königssohn, der seine Familie verließ, um in der Einsamkeit Antwort auf die Rätsel des Daseins zu finden. Nach 7 Jahren mühseliger Wanderschaft wurde ihm die Erleuchtung zuteil. In Meditation versunken, erkannte er die Wesenlosigkeit der Dinge, die wir Wirklichkeit nennen, und fand den Weg, der aus aller Verstrickung herausführt. Im Laufe von 2500 Jahren wurde die Lehre Buddhas immer wieder neu ausgelegt, aber das bestimmende Lebensgefühl ist geblieben. In Thailand ist der Buddhismus nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern Inbegriff des täglichen Lebens. Der König der Thais nennt sich Verteidiger der Religionen. In diesen Auftrag sind auch die Glaubensgemeinschaften Andersdenkender eingeschlossen. Am Morgen seiner Hochzeit verteilt jedes Brautpaar in Thailand Speisen an die Mönche. Die Mönche revanchieren sich für die Wohltaten durch Gebete in Pali. Ihre Worte bedeuten, als Ehemann sollst du deiner Frau stets Achtung entgegenbringen, sie nicht geringschätzig behandeln, ihr kein Unrecht tun, nicht gebieterisch gegen sie auftreten und ihr genug für den Unterhalt geben. Als Ehefrau sollst du gut für den Haushalt sorgen, gegebenenfalls der Dienerschaft gebieten, den Anstand nicht verletzen, das Besitztum treu behüten und jede häusliche Arbeit geschickt und rechtzeitig verrichten. Am Nachmittag findet astrologisch festgelegt die eigentliche Trauung statt. Der Ehrengast der Familie darf die weißen Schnüre den Brautleuten umlegen. Die Schnüre bedeuten, dass Mann und Frau von nun an ein Wesen sind. Die guten Wünsche der Verwandten und Freunde werden in poetischer Sprache vorgetragen, denn man würde es als unschicklich empfinden, konventionelle Worte zu machen. Das Wasser ist das Symbol der Reinheit. Es zeigt aber auch, wie schemenhaft und fließend das Dasein des Menschen ist. Pitye Lot Nam nennt der Teil dieser Zeremonie. Sie ist der Höhepunkt der Hochzeit. Jeder, der Wasser über die Hände des Brautpaars gießt, gilt als Trauzeuge und wird immer wieder zu den Jahresfesten der Eheleute eingeladen. Yutanas Klosterzeit wird nicht mehr lange dauern. Er weiß jetzt, wie schwer es ist, den Lehren Buddhas nachzueifern. Aber er weiß auch, wie schön es ist, das Leben Buddhas zu begreifen. Siripon hat 6 Monate auf Yutana gewartet. Sie weiß, dass ein junger Mann, der die Weisheiten Buddhas kennt, das Leben anders verstehen wird als zuvor.
In den Augen seiner Umwelt ist Yutana jetzt ein Mann, der eine Familie auf den Weg der Tugend führen kann, den die Wechselfälle des Alltags nicht entmutigen, dessen Streben es sein wird, Glück und Zuversicht seiner Mitmenschen zu mehren. รอนานแล้วไปกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ของแสดงตัวลุ้นสนในการบวชครั้งนี้ให้ด้วยนะครับAls Ehemann sollst du deiner Frau stets Achtung entgegenbringen, sie nicht geringschätzig behandeln, ihr kein Unrecht tun, nicht gebieterisch gegen sie aufdrücken und ihr genug für den Unterhalt geben.